Erfolgreich ist das Tieffrieren bei einer Temperatur von minus 196 Grad in flüssigem Stickstoff, nur bei befruchteten Eizellen. So können sie über viele Jahre unverändert aufbewahrt bleiben. Circa zwei Drittel aller so eingefrorenen Zellen sind danach verwendbar und können sich zu Embryonen weiterentwickeln. Dieser Vorgang wird als Kryokonservierung bezeichnet und erspart der Frau, sich jedes Mal einer erneuten intensiven Hormonbehandlung und Eizellentnahme zu unterziehen. Die Kosten der Kryokonservierung und des anschließenden Embryotransfers werden nicht von den Krankenkassen erstattet.